ein Geschenk der Göttin selbst. Und bei den Mäuren, sie wählte gut. Ich werde ganz rot, Fremde. Und dabei soll es nicht bleiben. Da bin ich mir nicht sicher, aber du kannst mit Sicherheit kämpfen. Ich bin vielleicht eine Priesterin der Liebe, aber ich beiße auch. Eigentlich immer. Es erfordert Mut, eine Priesterin anzugreifen. Du musst wichtig sein. Ich bin Diona, eine einfache Akolyte, geboren, um Aphrodite zu dienen. Diese Schläger sind Hunde des Kults des Kosmos. Es war nicht der erste Anschlag auf mein Leben. Der Kult. Erzähl mir alles, was du weißt. Sofort. Nicht hier. In der Stadt ist es sicherer. Begleitest du mich? Gehen wir. Du kannst mir über den Kult erzählen, was du weißt, wenn wir ankommen. Hier bin ich sicher. Der Kult des Kosmos schlägt nie in der Stadt zu. Gut. Erzähl mir mehr über ihn. Sofort. Lass mich kurz zu Atem kommen. Außerdem will ich noch die Aussicht genießen. Genug geplaudert. Sag mir, was du über den Kult weißt. Wie du willst. Wir haben den Kult immer im Auge. Aber neuerdings wird er kühner. Bei den Mäuren. Sie haben meine Schwester, die Hohepriesterin, dazu gebracht, sich einzuschließen. Ein Anführer des Kults muss dahinter stecken, wenn sie eine so öffentliche Person angreifen. Wir haben es nicht mit den gewöhnlichen Ratten zu tun. Meine Schwester will, dass ich Kythera vor dem Kult rette und die Kultisten entlarve, die ihr Ärger machen. Riskierst dein Leben und sie versteckt sich? Absurd. Leider ist ihr Leben für Kythera wertvoller als meines. Bei den Mäuren, Söldnerin. Ich kann Kythera nicht alleine retten. Du musst mir helfen. Kythera retten? Ich arbeite nicht umsonst. Wahrlich eine Söldnerin. Der Kult hat Pläne für die griechische Welt. Und dank meiner Natur weiß ich, was sie als nächstes tun werden und wo es stattfinden soll. Diese Information könnte dir sicher nützlich werden. Oder wenn dich das nicht befriedigt, werd ich es. Es ist schon eine Weile her, seit du mit den Göttern sprachst. Und keine Sorge. Dein Dienst wird auch mit Drachmen vergütet. Wer könnte da Nein sagen? Also, was kann ich für dich tun? 3 einfache Aufgaben. Zunächst braucht mein Partner Hilfe beim Hafen. Statte ihm einen Besuch ab. Was noch? Meine Schwester glaubt, in unseren Reihen befinde sich ein Verräter. Sollte das stimmen, braucht sie deine Hilfe. Du findest sie im Tempel. Zuletzt wisse, dass Giftklingen die Waffen der Wahl einer Priesterin sind. Aber Banditen stahlen unsere Arzneimittel und verstecken sich nun in den Ruinen Mykenes. Wenn es nicht der Kult ist, dann sind es verdammte Banditen. Bring unsere Giftfiolen zurück. Sie werden im Kampf gegen den Kult nützlich sein. Dieser Partner, wo genau ist er? Frag nach dem Hafenmeister in der Taverne am Hafen in Skandea. Er ist der Trunkenbold. Der Tempel,
Wo ist er? Er ist beim Aphrodite-Heiligtum auf dem Hügel. Die Hohepriesterin versteckt sich dort in ihren Gemächern. Wie komme ich zu den Ruinen? Die Ruinen befinden sich südlich der Stadt und nördlich der Skandeia-Bucht. Die Giftfiolen sind in einem Beutel. Sie verstecken ihn sicher in einer Kiste in den Ruinen. Sei sehr vorsichtig mit ihm. Ich tue, was ich kann. Für dich und Kythera. Hab Dank, Söldnerin. Vielleicht, wenn all das vorbei ist, können wir zusammen sein. Konzentrier dich, Diona. Bis später. Los! Ich nehme an, du bist der Hafenmeister? Ich sagte doch, ich bezahle, wenn ich bezahlt wurde. Diona schickt mich. Sie sagte, du brauchst Hilfe. Diona? Halt. Wer bist du? Ich gehe ihr nur zur Hand. Sie hat Informationen, die ich brauche. Nein. Ich wette, du willst sie mehr als diese Informationen, oder? Sag mir einfach, was ich tun soll. Und du glaubst, du kannst es besser als ich? Also, wenn du so fragst, ja. Schön. Du willst Diona etwas beweisen, hä? Das Militär macht eine ganze Menge Ärger in letzter Zeit. Sie halten ein paar Söldner, an denen Diona interessiert ist, in dem befestigten Lagerhaus fest. Du sollst sie befreien. Das kann ich tun. Aber es wird nicht ganz billig. Wenn du lebend zurückkommst, werde ich dir die Taschen mit Drachmen ausstopfen. Abgemacht. Doch zuerst habe ich ein paar Fragen. Gefangenenbefreiung klingt nach Verrat. Warum sollte sie das tun? In ihrer Paranoia hat die Hohepriesterin angeordnet, alle Verdächtigen einzusperren. Auch diese Söldner, die sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert haben. Söldner kümmern sich selten um ihre eigenen Angelegenheiten. Trotzdem, Diona will sie im Kampf gegen ihre Feinde einsetzen. Und lass mich raten, sie kann nur jenen vertrauen, die sich mit Drachmen kaufen lassen? Ganz genau. Aber mir vertraut sie auch. Bedeutet dir Diona irgendwas? Ich bin ihr Liebhaber. Und ich werde ihr helfen, ihre Feinde loszuwerden. Das versprach ich ihr im Gegenzug für... Warum erzähle ich dir überhaupt davon? Es ist mir egal, für was du deine Beziehung zu ihr hältst.
Sie benutzt dich nur. Ich bin ihre wahre Liebe. Genau. Rede dir das ruhig weiter ein. Ich weiß genug für den Anfang. Halt schon mal meine Drachmen bereit. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Falls du lebend aus dem Lager zurückkommst. Gefunden. Da vorne ist er. Da ist er. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Mich raus. Kann ich dich jetzt gehen? Hol mich hier raus, schnell, bevor die Wachen zurückkommen. Thank you.
hinrichten, aber ich habe nichts getan. Ich habe die Gefangenen aus dem Lager befreit. Sie waren zu dritt. Hast du sie alle gerettet? Ja, alle drei in ihrer glatzköpfigen Pracht. Du bist nützlicher, als du aussiehst. In dem Fall musst du noch eine Sache für die Jona tun. Ein Mann muss sterben. Bin ganz Ohr. Die Jonas Feinde haben Truppen auf dem Kyta-Atoll. Sie wollen es als Aufmarschgebiet für ihre Angriffe auf Kytina nutzen. Du sollst dieses Ungeziefer vernichten. Ich werde alle Feinde auf dieser Insel auslöschen. Deine Demut ist wirklich rührend. Doch du solltest sie nicht unterschätzen. Nein, du solltest mich nicht unterschätzen. Genug sinnloses Gerede. Du sollst den dortigen Schiffsführer ausschalten, dann sollten sich seine Männer zerstreuen. Töte sie trotzdem alle. Kannst du das tun? So gut wie erledigt. Was kannst du mir sonst noch sagen? Was gibt's da noch zu sagen? Töte den Mann! Sag mir, was du über den Kult weißt. Welcher Kult? Ist der Schiffsführer kein Kultist? Meinetwegen könnte er auch ein Halbgott sein. Diona sagt, er will sie vernichten, weil sie ihn abwies. Und dass wir erst dann zusammen sein können, wenn ich ihn aus dem Weg räume. Bist du nicht aus demselben Grund hier? Um sie zu gewinnen. Ich bin hier, um den Kult des Kosmos zu zerschlagen. Ich habe weder Zeit noch Interesse an der Priesterin. Wem willst du mit diesem Kult was vormachen? Niemand widersteht Jonas Scharm. Und niemand würde sich Jesu nennen. Beschissener Kult des Kosmos. Wenn du meinst. Mehr muss ich nicht wissen. Wir schicken dir einen Bergdrachmen zu deinem Schiff, wenn es erledigt ist. Sehr gut. Geh, verschwinde von hier. Und rede ja nicht nochmal mit Diona. Sonst was? Sonst... geh einfach!
Da ist er. Wie Kultisten. Wahrscheinlich nur gut bezahlte Söldner. Ich bin da. Das müssen die Ruinen sein, von denen Diona sprach. Ich sollte auf der Hut sein. Diona sicher zurück. Ella. Ich habe deine Söldner befreit und mich um den Schiffsführer gekümmert. Das sind gute Neuigkeiten. Das versetzt dem Kult einen heftigen Schlag. Du wirst mit jeder Minute anziehender. Ist noch was? Hier ist dein Arzneibeutel. Damit können wir alle unsere Priesterinnen für den Kampf bewaffnen. Gute Arbeit, Söldnerin. Ich habe noch einige Fragen. Über mich? Vielleicht? Der Tempel. Wo ist er? Er ist beim Aphrodite-Heiligtum auf dem Hügel. Die Hohepriesterin versteckt sich dort in ihren Gemächern. Ich komme wieder.